Willkommen im Online-Zusatzteil hinter den Kulissen mit der Fußballerin und an die Trainerin hat sie sich jetzt immer mehr gewöhnt. Julia Simic, schön, dass du noch da bist. Ja, gerne. Jetzt hättest du auch die Flucht ergreifen können, aber sie ist noch da und sie sind auch noch da. Und es ist perfekt, weil die Julia ist ja wirklich immer on the run, immer on the road. Mailand, Manchester, Nürnberg, Fürth. Wie und wo entspannst du dich mal? Bist du jemand, der wirklich auch mal, außer wenn es ihm schlecht geht, mal 2 Tage im Bett liegen kann oder mal nichts tun kann im Urlaub? Oder bist du immer irgendwie on fire? Doch, im Urlaub kann ich schon auch mal nichts tun. Im Moment fällt es mir schwer, tatsächlich einfach mal so einen Tag nichts zu machen, weil auch irgendwie so viel ansteht. Also ich bin ja jetzt wirklich auch einfach im Berufsleben irgendwie angekommen und merke schon auch da, klar, es gibt auch viele Projekte, aber im Moment auch so dieser, ich glaube, für mich ist einfach dieser Übergang aus dem aktiven Sportlerleben raus, ist für mich am leichtesten, dass ich einfach direkt wieder eingespannt bin in andere Sachen und in andere Projekte und so ein fließender Übergang einfach irgendwie dadurch entstanden ist und nicht irgendwie lang auch so dieser Gedanke aufkam, puh, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, wer bin ich jetzt eigentlich, wie definiere ich mich? Und ich definiere mich eigentlich so am besten durch Machen und durch busy sein und irgendwie arbeiten und fleißig sein und zu reisen, auch andere Dinge zu sehen und viel mitzunehmen und dann mal schauen, irgendwann muss ich es einpendeln. So, jetzt lebe ich, glaube ich, ein bisschen am Limit. Aber irgendwann, glaube ich, muss man auch mal so sagen, das mache ich jetzt und das und da liegt der Fokus drauf und alles andere schiebe ich jetzt mal. Und wie machst du das dann? Also was ist so dein, wenn wir jetzt mal hinter die Kulissen von Julia Simic schauen wollen, also was ist so dein bester Entspannungstag? Was machst du an einem perfekten Tag, wo du sagst, ey, jetzt komme ich mal runter. Was machst du da? Tatsächlich ist es nicht so dieser klassische, ich bewege mich heute mal so wenig wie möglich, sondern eher so viel wie möglich irgendwie Sport machen. Tatsächlich ganz oft, wenn es irgendwie reinpasst, laufe ich 30, 40 Minuten, weil da schalte ich ab. Hm. Ich konnte es immer gar nicht nachvollziehen, wenn Menschen das gesagt haben, dass sie so beim Joggen abschalten. Für mich war Joggen immer, Mist, ich muss irgendeinen Lauf machen, irgendeinen Vorbereitungslauf wartet, irgendwo noch getrackt am besten, dass man den auch nicht auch mal abschieben oder nicht machen konnte, sondern einfach so wirklich Kopf ausschalten, laufen zu gehen. Und dadurch kommen mir immer so viel konstruktive Gedanken. Also tatsächlich mache ich am liebsten Sport im Moment. Und es ist auch irgendwie so, aus diesem Sportkonstrukt rauszukommen. Mittlerweile muss ich eben schauen, wo kann ich überhaupt Sport machen? Mhm. Also ich muss wirklich am Tag irgendwo mal einen Slot finden, wo ich mal eine Stunde Zeit habe, wo ich da mal was machen kann. Und da, wenn ich das nicht finde, dann werde ich unentspannt. Okay.